Man kann in Bloons Tower Defense 6 ja verschiedene Ansichten haben, aber eine Ansicht, die teilt eigentlich jeder, der Bloons Tower Defense 6 spielt, und das ist, dass der Superaffe der stärkste Turm im Bloons Tower Defense 6 ist. Wir haben jetzt einfach einen Paragon, der im Easy-Modus schon 8,5 Millionen kostet. McCain the Celestial. Leute, das hier ist no joke der krasseste Paragon, der gemacht wurde, und ich stelle den heute vor. Guckt euch einfach an, wie unfassbar geil der aussieht. Leute, dieser Paragon, ich zeige es euch nochmal, im normalen Modus kostet der einfach 10 Millionen. 10. Ich will gar nicht wissen, wie teuer der im Impoppable ist. Da kostet der wahrscheinlich irgendwie 12 Millionen oder so. Deswegen, um das Geld überhaupt zusammenzukriegen, werden wir heute alles abusen, was einfach nur abusbar ist. Wir werden Ben benutzen, wir werden George benutzen, wir werden Doppelcash benutzen und wir werden Ultimate Crosspathing benutzen, um einfach das Geld irgendwie zu kriegen. Leute, das wird komplett krank. Ich werde sogar hier jetzt einfach kommen. Wir fangen das Ganze sogar an, indem wir einfach 3 Cash Drops droppen, damit wir hier direkt einen Superaffen platzieren können, der dann später hier unser Paragon wird. Du wirst unser Paragon, also bitte mach schon mal Pops, weil wir wollen natürlich eine Stufe 60er oder höheren Paragon haben. Und ich denke, ich werde hier auf jeden Fall Bananenfarmer werde ich brauchen, und ich werde auch wieder einfach, ich werde Farm Spam. Leute, ich werde hier so die Farm Spam. Es ist mir sowas von egal. Ich werde so viele Farms bauen, wie es geht. Ich bin so gespannt. Endlich geht die Reihe weiter, Leute, mit den Magic Paragons. Also ich bin richtig, richtig gehypt drauf. Falls ihr dieses Video hier gerade live seht, bin ich wahrscheinlich schon live auf Twitch oder vielleicht sogar noch live auf Twitch. Wer weiß, ich werde so, denke, gegen 14 Uhr online kommen. Ich weiß nicht, wie lange ich live sein werde. Vielleicht 1-2 Stunden. Also falls es noch 14 Uhr ist, heute am Samstag, den 19.8., kommt gerne in meinen Twitch vorbei. Wenn ihr es verpasst, könnt ihr trotzdem gerne folgen. Ich werde nämlich ab nächster Woche Donnerstag jeden Tag live sein für mindestens 10 Stunden am Tag. Falls du übrigens neu bist, kannst du auch ganz gerne mal ein Abo dalassen, um mich zu unterstützen, beziehungsweise kannst du auch ganz gerne auf meinen Discord-Server kommen. Denn da sind mittlerweile ganz viele Deutsche aktiv und mittlerweile ist auch eigentlich permanent irgendwer im Discord mit irgendwem am Reden und so. Finde ich richtig geil, dass sich da die Community zusammenfindet. Also kommt da gerne vorbei, wenn ihr Leute sucht zum Zocken oder so, für neue Strategien und all so ein Zeugs, kommt da gerne drauf. Was ich euch noch gar nicht erzählt habe, es gibt sogar noch 2 weitere Paragons, die kommen. Die stelle ich heute aber noch nicht vor, sondern morgen oder übermorgen. Und zwar gibt es einmal den Alchemisten Hyper Science für 1,2 Millionen. Sieht schon ganz geil aus, aber jetzt kommt noch mein Favorit, der Druid, und zwar der Primordial King. Also komplett geisteskrank. Guckt euch das an. Der sieht ein bisschen aus wie Amumu von League of Legends, habe ich das Gefühl. Und mit einer Mischung vom Avatar of Wrath und dann so ein bisschen Weiß dazu. 2,3 Millionen. Also richtig teuer. Ich denke, der könnte krasser als der blaue Paragon werden, den ich gestern vorgestellt habe. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal hier gucken, dass wir auf Ultra Vision gehen, dass er auf jeden Fall die unsichtbaren Bloons angreifen kann. Und wir müssen uns auch was einfallen lassen gegen Bleibloons. Ich denke, da werde ich oben auf Laser nachher gehen. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug Farms. Ich muss jetzt echt oben auf die Laser gehen, weil sonst schaffen wir das mit Runde 28 nicht. Laser, Doppellaser, perfekt. Jetzt können wir die hier angreifen. Wir können theoretisch noch Super Range holen. Ich glaube, das mache ich. Wir holen mal einen 2-2-2 Superaffen. Der sollte jetzt eigentlich easy bis Runde 40 deffen. Vielleicht sogar bis Runde 50, wer weiß. Beziehungsweise nein, der hat ja Probleme mit Lila Bloons. Das heißt, ich sollte hier vielleicht Dark Knight gehen, ne? Dark Knight kann ja Lila Bloons kaputt machen, deswegen gehen wir einfach mal Dark Knight. Alle die Farms, die ihr hier seht, sind jetzt upgradet auf 3-2-0. Was wir jetzt aber durch den Ultimate Crosspathing Mod machen können, den ich extra anhabe, damit ich überhaupt ansatzweise auf 10 Millionen Geld komme, ist, wir können unten auf die Marktplätze gehen, damit ich nicht erst bis Runde 200 farmen muss, um die 10 Millionen zu kriegen, Leute. Weil wir wollen natürlich den Paragon auch relativ schnell raushauen. So, Leute, kurzes Update. Wir haben jetzt überall 3-2-3 Marktplätze und jetzt werde ich erstmal auf den Dark Shadow Champion gehen und danach auf den Dark Knight. Und den Dark Knight machen wir dann später zum Paragon. Also ich bin schon richtig gehypt, Leute. Ich werde hier richtig durchspeeden, dass wir jetzt richtig viel Zeit von dem Paragon haben. Ich bin gespannt, wie der attackt. Ich habe mir sonst noch nicht wirklich mehr angeguckt. Also es wird richtig heftig. Okay, Dark Knight könnte ich mir jetzt holen, aber ich glaube, es ist echt besser, wenn ich hier nochmal erst die Farms alle upgrade auf 4-2-0. Auf 4-2-4. 4-2-4, sorry. So, Dark Knight und jetzt noch Legend of the Night für 200.000. Ich guck mal, wie viel Geld wir pro Runde machen. Also, wir warten, bis Runde 50 vorbei ist. So, das ist der letzte Bloon in Runde 50. Wir haben jetzt gerade 98.000. Ich bin gespannt, nach Runde 50, also nach Runde 51, wie viel Geld wir haben. 98.000 hatten wir, wir sagen mal 100.000. Ich denke, wir machen mittlerweile pro Runde schon fast 100.000. Was immer noch nicht ansatzweise genug ist für, na, 80.000 haben wir gemacht. Und das ist immer noch nicht ansatzweise genug für die 10 Millionen, Leute. Also, es wird richtig krank. Wir müssen ja auf jeden Fall auf, ja, wir gehen auf eine 5-5-5-Farm. Es hilft nichts, Leute. Wir brauchen irgendwie eine
eine 555 haben, um das Geld zu kriegen. So, und jetzt diese 555 haben müsste eigentlich brutalst viel Geld machen. Die macht jede Runde bestimmt, ja, ich würde schätzen 30.000 oder so, mindestens. Mindestens. Und jetzt werde ich hier noch alle Farms upgraden zu 444 Farms. Und wir machen immer noch nicht genug Geld und deswegen, Leute, werde ich jetzt, nachdem ich hier den Legend of the Night geholt habe, dass wir Defense haben, einfach George benutzen und mit George hier die Runden durchschicken. Guckt euch das an, wie viel Geld wir jetzt machen. Die ganzen Farms sind einfach hier am explodieren. 12.500, 1 Million gemacht. Jetzt wieder mit George zurück in die Vergangenheit springen, dass die nochmal mehr Geld machen. Und erst 2 Millionen, Leute, das ist nicht mal, wir sind jetzt gerade bei einem Viertel von dem, was wir überhaupt brauchen. Ey, das wird so krank. Es ist wirklich insane. Ich schicke jetzt, wir gehen bis auf Runde 19 runter und schicken dann, oh, schafft er übrigens die BRDs hier? Ich hoffe. So, wir schicken jetzt 100 Runden auf einmal. Ja, Farms, Geld, 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 Geld. Wir haben 5 Millionen gemacht, das reicht immer noch nicht. Okay, ich mache auf jeden Fall jetzt hier oben mal einen 5er Sun Temple, True Sun God, okay. Sehr gut, dem gebe ich hier noch Super Range und Ultra Vision. Und jetzt hole ich noch den Robo-Monkey hier unten. So, Robo-Monkey, Laser und den hier. So, jetzt könnten wir uns theoretisch für 10 Millionen den Paragon holen, wenn wir genug Geld hätten. Haben wir aber nicht. Außerdem brauchen wir noch Upgrades, damit er ein hohes Degree kriegt. Das heißt, wir lassen das Ganze noch weiterlaufen. Ja, die müssen sich jetzt erstmal irgendwie so durchboxen durch die Runden. Ich werde keine Tempel holen, ich hole nur 3, 4, 4 Super Monkeys. Die sollten eigentlich ganz gut sein, um ein hohes Degree zu kriegen. Okay, Leute, wir haben genug Geld. Ich werde das Ganze jetzt nochmal 30 Runden laufen lassen, dass wir auch genug Pops haben. Und danach, Leute, werde ich ihn holen. McCain the Celestial. Ich bin sowas von gespannt. So, Leute, es ist an der Zeit. Wir rufen jetzt gleich den stärksten Paragon. 10 Millionen. Ich hoffe, er ist richtig broken. Ich würde sagen, Runde 139 warten wir noch ab und dann gucken wir direkt, wie er mit Runde 140 klarkommt. Also mit dem gepanzerten BAD. Ich bin gespannt, Leute. Ich beschwöre ihn jetzt. Und da ist er, Stufe 67. Der schießt einfach goldene Glaives. Und guckt euch an, wie mächtig der aussieht. Das sieht so geil aus. Das sieht so krass aus. Das könnte wirklich einfach der Paragon aussehen. Wirklich, wenn der irgendwann rauskommt. Das sieht zu heftig aus, Leute. Das ist wirklich insane. Was für ein Paragon-Degree hatten wir? 67. Mega geil. Er hat sogar eine Fähigkeit. Und zwar eine riesige Explosion wie der Robo-Monkey. Also, es ist einfach insane, Leute. Also ich finde es einfach nur noch krass. Wie geil sieht das bitte aus? Da ist der gepanzerte BAD und den müsste er eigentlich komplett wegschmelzen. Ich denke, oh mein Gott, der macht gar nicht so viel Damage. Der ist super gebalanced, der Turm. Das geht ab. Okay, er ist wirklich... Okay, die Fähigkeit ist vielleicht nicht so gebalanced. Die ist schon relativ OP. Ich mache mal einen Techbot auf ihn drauf, dass er die ganze Zeit die Fähigkeit nutzen kann. Und ich schicke jetzt einfach mal Runde 160. Ich bin gespannt. Also ich denke, er wird so Runde 300 schaffen. Ich glaube, Runde 300 schafft er. Mehr wird er, glaube ich, nicht schaffen, weil es halt, wie gesagt, der ist einer der gebalanceden Paragons. Das ist wie die Militär- und Primär-Paragons, die ich vorgestellt habe. Wenn er da Runde 300 schafft, ist das schon eine richtig heftige Hausnummer. An sich, der Schaden von seinen Attacks ist echt nicht so krass, aber seine Fähigkeit ist halt brutal insane. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, weil es ein Paragon ist, wegen dem Energizer. Ich baue mal trotzdem ein. Vielleicht hat er dadurch weniger Cooldown. Keine Ahnung. Seine Fähigkeit ist immer noch BADs am One-Shotten. Das ist schon ganz geil, aber guckt euch das an. Sein Auto-Attack, schon sehr schmutz. Also der kriegt ja fast keinen DDT kaputt. Immerhin schafft er Runde 160. Also würde ich sagen, gehen wir auf Runde 175. Ich denke, bei Runde 200 ist Schluss, weil die dann zu schnell werden, könnte ich mir vorstellen. Ah, Runde 175. Schafft er? Okay. Vielleicht habe ich ihn doch unterschätzt. Ich habe halt das Gefühl, irgendwann flitzt einfach ein ganz schneller DDT durch. Theoretisch, ich könnte ein bisschen cheesen, indem ich jetzt einen Glue baue, der halt die Bloons, der die DDT slowt. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen sollte, weil das wäre ja unfair gegenüber den ganzen anderen Paragons, die wir hatten, zum Testen. Aber rein optisch ist das mit Abstand der coolste Paragon, den wir haben. Also mit absolutem Abstand. Ist das geil. Der sieht so krass aus. So, ich schicke Runde 190. Schafft er Runde 190, dann schafft er auch Runde 200. Ich gehe fest davon aus, dass er das schafft. Ja, das sieht fein aus. Ja, ja, die DDTs kommen nur bis hier. Wenn die bis nach hier unten kommen, haben wir ein Problem. Aber... selbst das kriegt er hin. Wir schicken Runde 200 raus. Der gepanzerte BAD in Runde 200 braucht 4 Attacken. Okay, das ist schon eine Menge. Ich gucke nochmal. 1, 2, 3, 4. 4 Attacken, 5 Attacken mit den Insights. Es geht. Also er könnte stärker sein. Runde 222. Oh, zu schnell. Oh, wobei er absorbiert. Er absorbiert hier. Er hat diese Absorbierfähigkeit vom Legend of the Night. Okay, hat uns gerade nochmal so gesaved. Kriegen wir die kaputt? Ja, ganz knapp. Okay, dann 235. Hier wird es jetzt wahrscheinlich, jetzt, ich glaube, jetzt langsam werden sie zu schnell.
Die BADs haben auch zu viel Leben mit. Ja, wobei, ich glaube, das ist noch gar nicht unser Problem. Da könnten wir wahrscheinlich bis 250 tanken. Ich denke aber, sobald die DDTs hier schnell durchgehen, ist vorbei. Runde 250? Kriegt der auch hin. Okay, krass. Ich glaube, ich habe ihn unterschätzt. Schon 100 Millionen Damage. Okay, dann 275. Und jetzt gehen sie durch. Jetzt gehen sie durch. Aber er hat sie wieder absorbiert. Oh. Oh. Er hat sie wieder absorbiert. Hat er eine Infinite Ability? Kann es sein, dass sein Dings für immer hält? Leute, ich muss es testen. So schafft er auf jeden Fall... Okay, wir gehen noch auf Runde 300. Und danach testen wir, ob seine Fähigkeit Infinite ist. Komm, weißt du was? Hier. Runde 9999. Okay. Wir machen Runde 9999. Und er kriegt's hin. Guckt euch das an. Er kriegt es hin. Er macht sogar die BRD. Er hat sogar ein BRD kaputt gemacht davon. Das. Und seine Fähigkeit ist Infinite. Er kann einfach. Er schafft einfach alles. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Er schafft einfach alles. Es ist. Oh, warum war da das Boot? Er hat Runde 9999 geschafft. Es ist der krasseste. Ist der krasseste Turm, den es gibt. Er hat einfach, er macht einen einfach unsterblich. Das ist der Preis von 10 Millionen, Leute. Wenn man 10 Millionen für einen Paragon ausgibt, dann kriegt man halt einfach den krassesten Turm ever. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, morgen und übermorgen gibt es dann den Alchi und den Druid Paragon. Schaut da gerne vorbei und abonniert gerne meinen Twitch-Kanal. Wir sehen uns morgen. Haut da rein und ciao.